Und damit von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu unserer F1 2017 Karriere. Wir sind in Melbourne und das noch mit dem alten Leo. Ich bin extrem hyped. Abonniert gern kostenlos den Channel und guckt euch das mal an. Das war ein Masterpiece. Diese Hin-Her-Schwenkungen, es ist einfach nur toll geworden. Round 1, es ist der Albert Park und es ist einfach klassisch. Gänsehautmäßig, drei Sektoren. Ich bin ein Riesenfan von dieser Grafik tatsächlich. Es ist unfassbar schön. Es sind natürlich auch zwei DRS-Zonen und vor allem ist die Strecke an sich sehr flach. 16 Kurven, 2,5 Meter ist der Höhenunterschied, also das ist, glaube ich, minimal. Und wir haben Startziel und dann direkt nach der ersten Schikane die zweite DRS-Zone. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo wir starten werden. Fahrer aus und was soll ich euch sagen, oder beziehungsweise mal das Team. Was soll ich euch sagen? Scuderia Ferrari lächelt mich eigentlich schon die ganze Zeit an. Aber auch die Pinken, die ja echt tatsächlich saustark waren. Ich bin dennoch, ich würde so gern Vettel als Teamkollege, ja, ich muss das machen. Teamkollegen Sebastian Vettel, ich glaube, das muss sein. Unbedingt, Leute. Emma Jenkins, guck dich mal an. Maurizio Arrivabene. Oh, das war schon sehr cool, muss ich sagen. Und das respektiere ich. Aber mein Klient hat eine Meisterschaft zu bestreiten. Bei unserer Teilnahme sind diese Lizenzbedingungen also verpflichtend. Oh mein Gott, wie cool das ist. Der Karrieremodus damals war echt geil, Leute. Der war echt cool. Dass die immer so widerspenstig sind. Naja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich muss vor dem Rennen noch ein paar Dinge mit dir klären. Erstens, wie verlangt, eine Kopie deines Vertrags. Es ist ein bindender Vertrag. Das Team behält sich aber das Recht vor, ihn bei Nichterfüllung der Anforderungen zu... Das kenne ich nur zu gut. Du bist nur zweiter Fahrer, aber arbeite hart. Erreiche deine Ziele und ich kann mehr rausholen. Hoffentlich. Ich werde auch versuchen, dich in ein paar Einladungsevents unterzubringen. Die Erfahrung und die Publicity wären gut für dein Image. Außerdem kannst du ein paar historische Autos fahren. Geil. Das war einfach nur cool damals. Auf zu deiner nächsten Session. Viel Glück. Vielen Dank. Leute, ja, ich freue mich extrem, denn es ist eines der besten Formel 1, das tatsächlich jemals rausgekommen ist. Wir sind hier in diesem Paddock-Bereich. Maurizio Arrivabene ist noch mein Teamchef. Und was soll ich euch sagen, das Game ist einfach, wie wenn ich es gestern gespielt hätte. Vom Handling her kann ich mich zwar nicht mehr richtig erinnern, aber guckt euch das mal an. Laptop-Einführung, die kennen wir eigentlich eh noch. Es gibt die Ultra-Softs. Es gibt auch, glaube ich, ja, vier Komponenten von jedem. Und auch noch diesen riesen Stammbaum, hätte ich geglaubt, gibt es doch auch noch, oder? Das werden wir dann aber alles sehen, wenn wir das nach dem ersten Training-Meeting mit Jeff haben. Let's go los, let's go Leute, jetzt geht's in unsere erste Qualifying-Runde gegen Sebastian Vettel. Wir starten hier in ein Blitz-Qualifying rein. Boah, und Lewis zieht direkt von uns davon. Das war mir auch irgendwie klar, dass wir im ersten Qualifying da echt Schwierigkeiten haben werden. Wobei, scheiße. Zu weit neben die Strecke gekommen. Hier geht's dann Ende erster Sektor. Und wie sieht's mit der Zeit aus? Das sieht man gar nicht, okay. Boah, der Exit war grottig, Leute. Der Exit war grottig schlecht. Die Stange mitgenommen. Der vierte wäre eigentlich eh okay. Also schauen wir mal. Vielleicht reicht es ja doch tatsächlich für den vierten Platz. Nein, das war gar nicht gut. Der Exit war toll aus der letzten Kurve raus. Gucken wir mal, wo die Uhr stehen bleibt. Das ist der dritte Platz. Lewis Hamilton holt sich Pole. Puh, Leute, das hätte ich mir echt einfacher vorgestellt. Der dritte Platz, das wird echt eine richtige Herausforderung. Jetzt geht's zu Jeff. Und das meine ich halt, das ist sehr cool aufgebaut, das ganze Game. Da bist du ja. Prima. Hello. Willkommen in deiner zweiten Heimat.
Wir kriegen Unmengen an Echtzeitdaten aus der Fertigungshalle. Und alles läuft hier durch. Also verbringe ich mehr Zeit mit der Analyse der Berichte und weniger damit, dich ständig suchen zu müssen. Deswegen... Sorry. Sekunde. Ja, Chris hier? Ist es wichtig? Ich bin gerade beschäftigt. Okay. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Lass Sarah die Simulation nochmal neu starten. Okay. Entschuldige bitte. Was ich sagen wollte, wir haben dir hier einen Arbeitsplatz eingerichtet. Du hast mit deinem Laptop Zugriff aufs Netzwerk, also kannst du den F&E-Status überprüfen. Und lass uns wissen, wie du die Daten am Rennwochenende und in den Trainingsprogrammen einsetzen willst. Ach ja, und denk daran, Nachrichten aus der Fertigungshalle sind nicht nur gute. Das kennen wir leider schon. Und wir müssen was anderes versuchen, damit wir das hinkriegen. Celavi, fürchte ich. Okay. Gut, und jetzt haben wir diesen Stammbaum, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, denn der war einfach viel gewiefter. Ja, wir haben auch ein paar Trainingsprogramme absolviert, da gibt es auch ein paar Punkte drauf, aber es ist halt eher minimal. Die 3000 sind halt Bonus für ursprüngliche Team-Aufteilung. Und jetzt dürfen wir uns mal im Laptop umsehen, Leute, und das ist wirklich was ganz Besonderes, denn hier haben wir natürlich mal die einzelnen Bereiche. Und da gehen wir auf diesen Baum drauf und guckt euch mal an, wie cool und detailliert das Ganze war. Wir sind Ferrari, also brauchen wir auf jeden Fall Pace. Was ist das hier? Das ist, wir schließen diesen Bereich mal auf mit dem. Hier kannst du es beschleunigen dann. Aerodynamik, Strapazierfähigkeit, würde ich mal sagen, kaufen wir uns maximal das in der Mitte. Das brauchen wir eigentlich nicht. Entweder Chassis oder doch Aerodynamik. Und da haben wir... Ja, dann nehmen wir Aerodynamik und einmal Chassis. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, wenn das alles klappt, könnten wir dann tatsächlich was reißen. Aber abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal unten in der Bio. Aber das ist wirklich, in dieses Spiel wurde so viel Liebe ins Detail gesteckt. Das wünsche ich mir tatsächlich eigentlich wieder zurück. Der silberne Mercedes als Safety Car, das gab es auch schon länger nicht mehr. Und generell auch diese Grid Girls und so. Es ist einfach cool. Es ist einfach wow. Ricardo bei Red Bull und der wird es uns nicht einfach machen. Sogar die Nase ist gut gelungen. Aber jetzt gucken wir uns die Startaufstellung an. Einsam. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Ferrari, Bottas, Max Verstappen und Perez. Ricardo, Quert, Grosjean und Felipe Massa. Sainz Junior, Alonso, Nico Hülkenberg und Magnussen. Ocon, Palmer, Stoffel van Dorn und Pascal Wehrlein. Eriksson und Lance Stroll am Ende der Startaufstellung. Pascal Wehrlein, oh mein Gott. Jetzt gehen wir rein, wir gucken uns mal die Strategie an. Oh mein Gott, wer fährt lila? Wir haben nur 15 Runden, Jungs. Purple werde ich dann auf jeden Fall nicht fahren. Wir fahren mit den Ultrasofts und gehen auf die Supersofts. Das ist wirklich eine ganz, ganz krasse Strategie. Und kann man was beim Setup ändern? Nein, leider nicht mehr. Gehen wir ins Rennen. Unseres allerersten Rennens in F1 2017. Ich bin sehr gespannt und das ja, wird auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Der erbitterte Kampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und wir sind genau dazwischen, denn wir sind ja eigentlich ja, der Part von Kimi Räikkönen, werden hoffentlich aber auch das ein oder andere Mal, oh mein Gott, mit mehr Sprit lässt sich das Auto ganz komisch fahren. Wir werden aber auch das ein oder andere Mal hoffentlich auch dann zum Zuge kommen. Was mir gar nicht gefällt, ist dieser T-Wing oder wie dieses Zeug heißt. Also dieser extra Flügel, den man da an die Motorabdeckung drauf gemacht hat, sieht so unheimlich grottig scheiße aus. Und auch generell das Auto an sich. Ja, ich bin Fan von Weiß-Rot, auch wenn ich mir das beim Sepia so angucke. Aber auch die Nase, dass man die so... Aber wir können uns das eh jetzt hier auch mal angucken. Aber auch die Nase, die man hier so ein bisschen abgeknickt hat. Ich bin zwar ein Fan von dem Auto und auch generell von dieser ganzen Dekade. Das war einfach nur ganz, ganz pur. Das waren noch Zeiten, da haben die Rennen noch Bock gemacht. Denn da hast du auch nicht direkt gewusst,
Heute gewinnt ihr wieder Red Bull. Wisst ihr, was ich meine? Abonniert gern kostenlos und wir starten los. Vielleicht können wir beim Start was gut machen. And lights out and let's go. Wow, das ist schnell gegangen. Warum hat es selbst so einen unheimlich Konten dann nur durch die Finger gucken? Das finde ich interessant. Da hat mich wer weggedreht. Nein, Britney, du Idiot. Nein, das ist Bottas gewesen. Das war Valtteri Bottas und ich habe keine Ahnung hier, was abging. Mann, Bottas, warum hältst du da auch noch mit rein? Wir waren eigentlich eh sau schnell im Qualifying, nur wird das uns jetzt im Rennen was bringen? Ich bin mir ganz unsicher. Max Verstappen noch im etwas schwächeren Red Bull. Sergio Perez im pinken Mercedes. Das ist einfach Nostalgie pur. Ach, mich nervt das, dass ich jetzt auf den 5. Platz zurückgefahren bin. Das ist tatsächlich gar nicht gut. Vielleicht können wir da was machen. Nein, das reicht noch nicht. Und die ziehen halt vorne dann weg. Das ist nicht schön. Das ist einfach nur scheiße gelaufen. Immerhin ist das Ziel Podium. Alter, die Ultrasofts. Wie schnell die an Grip verlieren. Das ist tatsächlich der Worst Case passiert beim Start. Das ist tatsächlich beim Start der Worst Case passiert. Ich wollte absolut nicht so weit zurückfallen. Doch Bottas hat das Ganze möglich gemacht. Mann, da hast du so ein gutes Qualifying und dann verlierst du das Ganze. Wegen einer so dummen Sache. 1,30,6. Ich kann mal gucken, wie viel ich theoretisch weg bin. 1,37, also sind schon 7 Sekunden. Das reicht aber jetzt, um in Turn 1 mal an Max Verstappen vorbeizugehen. Wir holen uns hier mal immerhin den 4. Platz zurück. Leute, das ist wirklich ein anstrengendes Rennen. 15 Runden, denn wir haben ja noch das alte Layout. Okay, es hat nicht viel an den... Ja, wenn ich die schnellste Rennrunde haben will, muss ich sie jetzt holen. Denn mit dem roten Reifen wird es vermutlich nicht so einfach werden wie mit dem Ultrasoft hier. Purple im ersten Sektor, das hat man vermutlich die Salbe fällt. Wir sind schnell. Wir sind verdammt schnell, müssen aber auch wieder auf diesen Sprit aufpassen. Ich habe zwar ein bisschen mehr mitgenommen, wollte aber jetzt realistisch bleiben. Also das kann... Boah. Perez sau schnell, Leute. Perez ist sau schnell. Ich habe zwar einen Luft zu Verstappen, aber habe leider auch schon einen riesen Rückstand auf Sergio Perez. 1,8 Sekunden. Warum ist Perez so verdammt schnell? Das ist wirklich heute ein Stand, wie du ihn dir nicht wünschst. Crash in Turn 1, doch das Ziel heißt Sergio Perez. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sind näher dran gekommen. Ich glaube, das sieht gut aus. 27,1. Lewis Hamilton fliegt da vorne davon und wir können da nur hinterher gucken. Das könnte aber jetzt von mir nochmal besser werden. Okay, es ist ein 27,1, aber es waren ein paar Tausendstel, die gefehlt haben. Der ist es enabled. Yes, Mann, sehr gut. Das ist gut. Ich glaube, ich bin aber noch nicht im DRS-Fenster. Mal kurz auf Standard drehen, dass uns das nicht zu viel Zeit kostet. Welches Game sollen wir als nächstes noch probieren? Wir wissen ja, es dauert noch ein bisschen, bis Formel 1 rauskommt. Also bis Formel 1 24 rauskommt. Deswegen werden wir auch hier mal ein paar klassische Formel 1 probieren. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wie euch dieses Gameplay gefallen hat. I'm sorry, wenn die Ideallinie noch nicht ganz so stimmt, aber ich habe das Spiel vor sage und schreibe 33 Minuten begonnen zu spielen, wollte aber direkt ein Rennen fahren, denn ihr sollt an meiner Entwicklung teilhaben, falls ihr wisst, was ich meine. Ja, wir fragen halt mal so pro forma nach dem Wetter. Conditions looking good, das hört sich natürlich gut an. Da gibt's... Ah, du kannst eh in den Karten, also das war natürlich clean. Verstappen hat abreißen lassen, aber wie? Der ist jetzt schon über 3 Sekunden weg. Und wir jagen Sergio Perez. Muss ich echt sagen, den pinken hätte ich auch gern gehabt. Der ist echt ein saugeiles Auto. Schade, dass die insolvent gegangen sind, denn Racing Points waren damals echt für mich eine wahre Macht. DRS darf ich mal aufmachen. Es wird nicht reichen. Ich werde es auch gar nicht versuchen, denn wir möchten auch auf der anderen Geraden die schnell. 18 war ich nochmal schneller. Das stimmt nicht. Nein. Diese Zeiten stimmen nur zur Hälfte hier. Jetzt habe ich auf einmal 1,27,3 und nicht 8. Und nicht 1, egal.
Also ich bin auf jeden Fall noch viel langsamer als, na, wie heißt er denn? Als Sebastian Vettel. Warum fährt Perez hier so eine komische Linie? Das würde ich gerne wissen. 4 Sekunden zu Verstappen. Warum? Warum Perez? Wer ist denn Perez, sein Teamkollege? Nein! Esteban Ocon ist doch noch Perez, sein Teamkollege, oder? Das ist natürlich eine... Das ist eine Wucht. Das ist echt eine Wucht. Die fahren da vorne ihr eigenes Rennen und ich kann da kaum mitgehen. Sadala. Der Windschatten, er funktioniert. Spät gebremst. Die blinken einfach noch. Es gibt ja noch kein ERS-Management oder so. Das ist alles noch Zukunftsmusik hier. Wir dürfen noch normale Rennen fahren mit sehr schwachen Heckspoilern. Ich bin aus der letzten Kurve gottlike rausgekommen. Im Windschatten sauge ich mich jetzt hier an Sergio Perez dran. Wird's reichen? Ja, da fliegen die Teile. Und er quetscht sich wieder in Turn 1 vorbei. Ja, Mann, lässt du jetzt auch nochmal Platz? Wir gehen an Sergio Perez vorbei. Wird das reichen? Wer bremst in Turn 1 später? Ich bin innen. Der macht das wirklich. Der hält hier wieder drauf und kostet so viel Zeit. Wir haben schon eine Sekunde auf Perez, auf Hamel. Ja, Mann, auf Verstappen verloren. Aber jetzt halt ich ja drauf. Sadala. Wir sind in der 5. Runde, Jungs und Mädchen. Und jetzt wird es dann mal interessant, nach dem ersten Sektor zu sehen, wie weit uns hier auf Sebastian Vettel die Gap fehlt. Oh mein Gott, 6 Sekunden. Das tut weh, Leute. Magnussen auch noch hier oder immer noch hier. Stoffel Van Dorn. Ich habe mir gar nicht das Fahrerfeld angeguckt. Vielleicht schaffen wir das im nächsten Video. Aber... ja, die roten Reifen sind auf jeden Fall frischer, haben mehr Grip noch. Ich werde mal probieren, ein bisschen an Sepp dranzukommen und werde mal pushen. Wobei ich auch gern die schnellste Rennrunde hätte, obwohl es geht mit beiden. Oh, Gefahr. Da ist wieder einer ausgeschieden, oder was? Da wird einer langsamer. Tatsächlich. Nein, da gab es einen Auffahrunfall. Valtteri Bottas hat einen Puncher. Valtteri hat den Puncher hier. Das ist gar nicht gut. Das ist auch echt ein Desasterrennen für den Finnen. So, da darf ich jetzt mal... Sepp ist jetzt schon in der Box. Alonso in diesen unfassbar ekelhaft hässlichen schwarz-orangenen und der... Das ist natürlich totales Shit. Das ist scheiße, Leute. Das Safety Car... Mann, das könnte jetzt tatsächlich... Ah, da oben ist das Delta. Das ist, diese Haut, die ist so klein. Das ist ein bisschen nervig. Mann, das ist echt mühsam. Ich bin auf jeden Fall... Ich habe das alles ein bisschen zu klein eingestellt hier. Ja, mal gucken. Denn viele sind draußen geblieben. Und viele haben es auch geschafft, tatsächlich fast durch dieses Safety Car Delta... Nein, ich muss abbremsen wieder. Nein. Hülkenberg ist noch vor uns. War der schon in der Box? Ich hoffe nicht. Mann, wo ist dieser Scheißfunk? Rechts einer drücken. Na, links oben oder was? Ja. Vor mir. Das juckt mich nicht. One more stop, okay. Das heißt, ich bin dann theoretisch eh wieder Dritter. Oh, Hülkenberg-Renault, das sieht auch sehr falsch aus. Das sieht sehr falsch aus, Leute. Und da vorne, ganz, ganz vorne, ist Bernd Mailänder in seinem silbernen Safety Car. Ich bin so irgendwie voll hyped auf das Game, denn das ist halt was ganz, ganz anderes. Wir werden hier tatsächlich jetzt unfassbar fett sparen. Und also auf Mager fahren, dass wir ein bisschen Benzin sparen, um dann am Schluss eventuell mehr zu pushen. Max Verstappen hat es auch tatsächlich geschafft, an Sergio Perez vorbeizugehen, war aber diesen Safety Car geschuldet. Dass jetzt Nico Hülkenberg dazwischen uns ist, ist natürlich ganz, ganz blöd. Sonst wäre das wirklich eine Vorlage. Vettel hat es geschafft, durch Safety Car an die Spitze zu kommen. Ein Doppelsieg für Ferrari wäre natürlich top. Wir gehen mal auf Fett.
Denn 2,5 Kilo kann ich vermutlich in 3 oder 4 Runden sogar fett fahren. Was machst du denn? Was machten die denn hier? Hamilton fährt extra ins Gras, dass er sich seine Reifen aufwärmt. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Jetzt aber mal zurück zum Game hier. Bereit machen zum Überholen. Ich verschlafe den Safe. Sage ich es nicht. Hülkenberg mit den alten roten Reifen zieht mich ab auf der Geraden. Ich bin einfach so ein Shitty. Ja, das wird nicht reichen, um den anzugreifen. Aber was hat Hülkenberg vor? Guckt euch das mal an, der bremst doch mit Absicht. Das ist absolut abgrundtief langsam, was Hülkenberg hier abzieht. So, jetzt gehen wir hier rein. Fuck you, wirklich. Nein, der ist so langsam unterwegs, Leute. Das ist unakzeptabel. Und ich bin jetzt schon wieder 3 oder 4 Sekunden davon der Spitze weg. 3,5 Sekunden, das ist... Mann, das kostet so viel Zeit. Und guckt euch mal an, kann direkt von Hülkenberg da wegziehen. Der ist einfach scheiße langsam unterwegs. Weil er eine interessante Strategie gewählt hat. Wir probieren jetzt mal die schnellste Rennrunde zu fahren, denn das ist natürlich auch in der Rivalität wichtig. Ja, und nicht ins Kiesbett fahren. Hülkenberg, du solltest jetzt in die Box abbiegen. Lass dir von einem guten Freund ins Gewissen reden. Bye, bye, Hülkenberg. Jetzt ist Verstappen auch vorbei, also das ist jetzt komplett für Hülkenberg durch und jetzt ist er in die Box abgebogen. Was macht das denn bitte für einen Sinn? Der fährt... Na, egal. Das heißt es natürlich für mich, gegen Verstappen abcovern, aber vor allem an die Spitze so ein bisschen aufholen, denn ich hoffe, dass auch Hamilton in Fight kommt mit Vettel. Vielleicht kann ich dann doch der lachende Dritte sein. Dritter Platz ist natürlich unser Ziel, aber wer da oben ist immer gut. Dran. So nah war ich noch das komplette Rennen noch nicht. Schnellste Rennrunde, Leute. Das ist wirklich sehr stark. Acht Sekunden auf Max Verstappen. Das ist. Wir fahren da in der eigenen Liga vorne. Das Problem ist, es gibt kein DRS mehr. Sprich also nur mehr Startziel. Der Fehler war nicht gut. Ja, ich glaube, das könnte es jetzt gewesen sein mit diesem dummen Fehler hier. 1,4 Sekunden. Ich meine, ich bin eigentlich stolz, denn wir sind so weit weg gewesen. Und nur mit dem heutigen Rennen konnte ich mich da tatsächlich nah dran arbeiten. Es wurde pro Runde immer besser. Ja, nichts gefunden im Mittelsektor, das war eher ein Mauer-Mittelsektor. Mehr Schwung hier mitnehmen, Windschatten-Effekt ist noch nicht da. Durch den letzten Sektor durchschlängeln. Und dann hoffen, dass es ausgeht für die eine Sekunde. Ah, das reicht nicht. Löst da doch noch ein bisschen zu weit weg. Eine Runde, maximal zwei. Ah, ist nicht mal für DS ausgereicht. Schade. Sepp gewinnt zwar, aber ich muss persönlich sagen, konnte hier wirklich alles gut machen, konnte mich hier tatsächlich an die Konkurrenz dranrobben und konnte tatsächlich meiner Meinung nach alles rausholen. Maurizio Arrivabene kann sich freuen, obwohl er wirklich kein guter Teamchef war. Das muss ich leider zugeben. Könnt ihr euch noch an Maurizio Arrivabene erinnern? Sepp gewinnt das Rennen wirklich sensationell, hat natürlich ein bisschen profitiert vom Safety Car, dennoch freut es mich. Wir landen im ersten Rennen für Ferrari auf dem Podium und das ist wirklich was ganz Besonderes. Auch für mich eine sehr stabile Fahrt von Verstappen, auch hier schon. Aber ehrlich gesagt muss ich echt sagen, wäre das mit Bottas im ersten Turn nicht gewesen. Ich muss sagen, Bottas hat heute so ein bisschen zweimal mein Rennen so ein bisschen beeinflusst, gerade in Turn 1, aber dann natürlich auch was dann mit seinem Reifenplatzer abging und so. Also das ist schon sehr, sehr beachtlich. Das schafft nicht jeder. Sepp hier verdient gewonnen. 2017, was für eine geile Zeit. Lewis Hamilton und Sebastian Vettel hier. Oh yes. Deutsch, britisch und natürlich österreichisch. Melbourne. Sehr, sehr cool. Ja, in der Konstrukteurswelt, denke ich mal, haben wir da tatsächlich die Nase vorne. Fahrerweltmeisterschaft bin ich Dritter, Konstrukteurs-WM mit 18 Punkten Vorsprung, Erster.
bin ich echt froh drüber. Abonniert gern kostenlos den Channel. Für heute war es das mal. Vielen, vielen Dank. Und falls euch das Format gefällt, teilt doch gerne das Video und lasst ein Däumchen rum da. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen oder später hier und ciao.